Moin Moin, willkommen und fast würde ich sagen Buongiorno, meine lieben Bergaluten. Es ist wieder Zeit für Work in Progress und für ein neues Schiff, das am Horizont auftaucht. Die Italiener bekommen ein wenig Schlachtschiffverstärkung in Form der Giulio Cesare, einem Tier 5 Schlachtschiff mit einer richtig nicen Lackierung, die ist wieder sehr schick geworden. Zur Geschichte der Giulio Cesare. Das Leitschiff der ersten Serie italienischer Dreadnoughts. In den 1930ern wurde das Schiff mit stärkeren und weiter schießenden Geschützen neu aufgebaut, erhielt zusätzlich Torpedoschutz und eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Sie wurde so zu einem würdigen Gegner für den Großteil der Schlachtschiffe dieser Zeit. Ja, und ob sie denn in World of Warships hier auch ihren anderen Gegnern die Stirn bieten kann, was zumindest die Werte betrifft. Da schauen wir jetzt mal rein. Also die Giulio Cesare kommt mit 45.500 Trefferpunkten daher. Das ist in Ordnung für Stufe 5. Da hält sich so mit den anderen Nationen die Waage. Panzerung 280 mm maximal. Sieht wieder üblich bekannt aus. Hier unten Panzerungsgürtel 210 mm, da drüber 250 mm, 220 mm und dann wird das, je weiter wir nach oben kommen, immer dünner. Achtern zieht sich der Panzerungsgürtel relativ weit drumherum und vorne am Bug haben wir unsere übliche Schwachstelle, wobei auch hier die Panzerung relativ weit vorgezogen ist. Hier oben die Geschütze sind wie Schlachtschiff üblich gut gepanzert, da sind keinerlei Überraschungen. Am Aufbau hier haben wir mal ein wenig mehr kurz unter dem Tassenkäfenholderpott hier. Unser Kapitän ist also nach wie vor geschützt. Soweit zur Panzerung. Torpedoschutz, Schadensverringerung 19%. Hört sich auch ganz gut an, wenn man da mal ein Torpedo denn mitten reinkriegt. Dann gibt das 19% Schadensabzug. Hauptbatterie, zwei Zwillingsgeschütze, 320 mm oben, hinten, ne? Hinten versetzt angesetzt. Das Ganze auch nochmal achtern. 30 Sekunden Reloadzeit, 36 Sekunden für die Kehre, ohne dass man hier mit Modul oder ähnlichem nachgeholfen hat. Ist ein schöner Wert. Maximale Streuung 138 Meter ist auch sehr gut. Sprenggranatenhöchstschaden 4800 mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 35%. Ja, damit kann man, glaube ich, arbeiten. Das hört sich erstmal ganz gut an. Die AP-Munition macht 9700 Maximalschaden und das Ganze auf eine Reichweite von 16,4 Kilometer. Das ist ein bisschen dünn. Da hat unsere Giulio Cesare doch ein bisschen das Nachsehen gegenüber den Schiffen, die schon da sind. Gerade wenn man mal jetzt zu Kongo mit über 20 Kilometer sieht, Texas 19 Kilometer, da ist sie so ein bisschen hinten an. Aber zu den zwei Zwillingsgeschützen kommen noch zwei Drillingsgeschütze, sodass man insgesamt auf 10 Rohre kommt. Sind die gleichen Werte, ändern sich nicht. Das heißt also, ihr habt vorne und hinten jeweils 5 Rohre, die ihr auf den Gegner ausrichten könnt. Zusätzlich 4 Zwillingsgeschütze a 100 mm. Die in der Sekundärbatterie arbeiten, 6 Sekunden Reloadzeit, 1500 HE Höchstschaden bei einer Brandwahrscheinlichkeit von 6% und das Ganze mit einer Feuerreichweite von 4 km und zusätzlich noch 6 Zwillingsgeschütze, auch 120 mm, also insgesamt haben wir hier 10 Sekundärgeschütze, die den Gegner befeuern sollen. Reichweite hatten wir schon, damit klappen wir das Ganze hier mal zu und gehen zur Flugabwehr. Flugabwehr ist vorhanden, Grundwert 35 von Wargaming-Seite aus. Auch das hält sich die Waage so mit vielen anderen Schlachtschiffen im 5er-Bereich, die schon da sind. 8 Zwillingsgeschütze, 20 mm, kennen wir schon, 27 mittlerer Schaden, 2 km Reichweite. Dazu nochmal 6 Zwillingsgeschütze mit 37 mm. Die auch wieder sehr schön designt sind, machen 70 mittleren Schaden pro Sekunde auf eine Reichweite von 3,5 Kilometer. Und dann haben wir noch die 4 Zwillingsgeschütze, und zwar die 100 mm,
die zusätzlich noch eingreifen, wenn die Flieger kommen, und das Ganze dann auf eine Reichweite von 4 Kilometer. Damit heißt es also, ihr könnt vielleicht den einen oder anderen Vogel runterholen, aber ein Flugabwehrmonster wird die Giulio Cesare nicht werden. Höchstgeschwindigkeit 27 Knoten, das ist fix, das ist in Ordnung. Damit kann man den Amis schon mal um die Nase drum herum fahren. Wenderadius 640 Meter ist nicht viel bei einer Ruderstellzeit von 13 Sekunden. Das alles, wie gesagt, kann man ja noch ein bisschen verbessern. Die Verborgenheit liegt bei 13,3 Kilometer. Das ist sehr schön, das ist ein sehr guter Wert. Und zu Luft von 9,4 Kilometer. Schauen wir auf die Module, was können wir einbauen? Stufe 5 gibt uns gerade mal 3 Modulschächte. Da hätten wir zum einen dann mal wie üblich, wir schützen die Hauptbewaffnung nochmal ein bisschen vor Ausfall. Dann haben wir hier im zweiten Slot keine Streuungsverbesserung. Das heißt also entweder Nachladezeit der Hauptbatterie erhöhen und dafür die Drehgeschwindigkeit verbessern oder eben die Flakbewaffnung oder Sekundärbewaffnung. Die Sekundärbewaffnung bei 4 Kilometer Reichweite ist jetzt nicht der Heber, das könnte man verbessern. Ich glaube, ich werde hier persönlich mal einfach auf die Flak setzen, da ja doch im 5er-Bereich reichlich CVs unterwegs sind. Und im letzten, wie üblich, Schadensbegrenzungssystem. Zusehen, dass der Pott hier ein bisschen, gerade was Brandschaden betrifft, entgegengewirkt wird. An Munitions- und Verbrauchsmaterialien haben wir 2 Slots. Wir werden einmal hier jetzt noch das große Schadensbegrenzungssystem einbauen, aktivieren die Nachfüllung und dann haben wir hier noch die Reparatur. Mehr ist nicht. Das war schon im Groben und Ganzen. Mehr gibt es zu den Zahlen der Giulio Cesare nicht zu sagen. Schlussendlich sieht das gute Stück recht interessant aus, würde ich sagen. Ob es denn im Match dann sich bewährt oder nicht, schauen wir uns gleich an. Wir springen jetzt mal ins Match, meine Lieben. Tutti ai posti di combattimento. Jo, wenn er das sagt, dann soll das so sein. Einen schönen italienischen Sprachsound haben wir also auch schon dabei. Gehen wir mal mit unserer Giulio Cesare auf Jagd Richtung Gegner. Wir haben hier ein Gefecht von 5 bis 7 erwischt, haben auch sogar einen Flugzeugträger im Gegnerteam dabei, natürlich bei uns auch. Dann können wir gleich mal sehen, wenn uns die Ratten der Lüfte ein bisschen zu nahe kommen, ob denn unser Ausflugsdampfer hier auch irgendeinen der Vögel runterholt oder nicht. Schniege sie der aus. Hier schön in Action, gefällt mir wieder sehr gut. Ich mag das ja, wenn neue Schiffe rauskommen. Nur die, ich bewundere dann immer, was die Grafiker da an Arbeitskraft und Zahl reinstecken, um die Pötte so aussehen zu lassen, dass sie wirklich was hermachen hier. Und der macht wieder was her, der Pott. Noch, oh, will mal wieder keiner. Das übliche Spiel, also eindrehen. Die andere Richtung, Richtung B, C da, ist mal wieder von Anfang an verlorene Geschichte. Da würde das jetzt auch nichts bringen, wenn ich da mit dem Schlachtschiff hier rüber gehe. Wer weiß, was mich dann da alleine auf A erwartet. Da haben wir die ersten Emerald, 21 Kilometer weit weg. Vergebliche Liebesmühe mit der Range, die wir hier haben. Komme da einfach nicht hin. Also ein Happen mehr wäre schon nicht schlecht. So ein Kilometer, zwei mehr Range, ja. Würde ich schon nicht schlecht finden. Dann könnte man zumindest schon mal einen Gruß darüber schicken. Man will ja da nicht gleich da den Mörder Damage rüberhauen, aber zumindest schon mal ein bisschen mitspielen, solange man hier jetzt untätig da versucht irgendwie ranzukommen. Ja. Unsere Mann versammeln sich hier so ziemlich zentral. Da haben wir eine Nagadu, aber auch die ist unter ferner Liefen für uns nicht zu erreichen. Und da kommen sie. Oh, da kommen die Bomber und die Torpedoflieger. Jetzt war der Tiet. Den ersten markieren, einlenken. Ganz schnell mal gucken, was wir hier irgendeinem unserer Kreuzer näher kommen. Ach, Cleveland hier direkt links neben mir. Also ab, schnell zur Cleveland. Da möchte ich so viel Support wie irgendwie möglich kriegen. Und da mal die Pensacola. In Range 16,1 Kilometer. Da können wir schon mal rüberlangen.
erste HE-Salve und gucken, was dabei rauskommt. Wir schießen hier mit auf die Torpedoflieger, sind auf 3 Kilometer ran, aber dürfen da nur mitknattern, runterholen, machen wir hier nichts. Hat sich auch dafür entschieden, hier die ARP Haruna anzufliegen, anstatt unseren kleinen neuen Italiener. Da werde ich jetzt mal nicht böse über sein. So, erste Salve ist auch völlig daneben gegangen. Da war der Emerald, aber die ist auch schon wieder zu. Noch laufen wir unserem Schaden hier hinterher. Aber da ist die Emerald wieder auf. Also raus damit, volle Salve, 10 Granaten Richtung Gegner. So, die Bomber sind hier wieder an uns dran. Die benutzt er momentan als Spotter. Und, oh, da haben wir einen Zitadellentreffer auf der Emerald. Gleich mal mit 12.600 den ersten harten Treffer verwirklicht. Die Bomber sind hier die Leander angeflogen, wurden von unseren Fliegern verfolgt. Und gemeinschaftlich haben sie da die komplette Staffel runtergeholt. Die Julius Cesara hat zwar viel rumgeknattert mit ihren Flakgeschützen, aber zumindest haben wir keinen hier auf der Rechnung. So, Treffer auf der Dunkirk mit einer einzigen Granate, die ist abgeprallt. Noch müssen wir uns damit begnügen, dass wir hier auf Range die Gegner beschießen. Aber da sind wir auch schon wieder zu. Das ist halt der große Vorteil des Italieners. Er hat einen guten Tarnwert. Und ist damit auch schnell wieder in Deckung. So, noch eine weitere HI-Salve auf stehende Dunkirk. Bevor wir jetzt nochmal mit den Granaten abprallen. Und die kommt auch an. 2 Brände, 3400 Schaden. Das ist in Ordnung. Tigger läuft oben weiter. Heißt, der lässt den Brand erstmal laufen. Sehr schön. Das ist gut fürs Punktekonto. Aber da hat er schon gelöscht. Och, schade. Oh, hätte er denn Italiener hier aber noch ein bisschen Damage gönnen können. Ups, da ist einer zerplatzt. Da hat es die Cleveland erwischt. Die ist Opfer der Iron Duke geworden. Hat hier breitseitig sich fürchterlich einen eingefangen. Und damit war auch vorbei für sie. So, nochmal auf den Iron Duke hier. Nochmal 4 Treffer. 2 Granaten zerplatzt. Aber immerhin auch ordentlichen moderaten Damage mitgenommen hier. Die Omaha hätte ich jetzt gerne, aber die lenkt hier zu blöd ein. Und ja, wenn wir hier am Nachladen sind, keine Chance. Fuso breitseitig 14,8 Kilometer. Eine Stufe über der Cesare. Wollen wir mal schauen. Die Salve läuft eigentlich sehr schön. Das Schussbild gefällt mir. Das ist schön eng. Das sieht sehr gut aus und gibt 14.700 in die Seite meiner geliebten Fuso. Das ist dann aber auch schon böser Wert. Das hat aber mal richtig geklingelt im Gebälk da und zeigt, dass die 320 mm Geschütze doch für ordentlich Damage gut sind und sich da in keinster Weise verstecken brauchen. Oh, gucken wir, ob wir die Pensacola hier in Empfang nehmen können, wenn die da rauskommt. Aber nein, können wir nicht. Da waren die Naschi schneller und hat hier die Pensacola rausgeboxt. Damit steht es 1:2 für uns. 1:3 sogar mittlerweile. Es läuft hier momentan für mein Team hier sehr gut. Die Nürnberg läuft schön gerade. Die hat auch keine Anstalten zu lenken. Also auch da volle Breitseite raus. Dauert ein Happen. Böse. 2 Zitadellentreffer und raus ist sie, Nürnberg. Da hat er einfach nicht mitgerechnet, dass ihn hier der Italiener aufs Korn nimmt. Und das hat er gleich richtig gemacht. Damit sind wir hier bei 59.000 Damage schon, haben schon 3 Zitadellentreffer. Also, die Julius Cesare macht hier einen sehr guten ersten Eindruck auf ihrer Jungfernfahrt. Und geizt hier in keinster Weise mit harten Treffern. Da gibt es schon wieder 6.400 auf die Iron Duke, obwohl nur 2 Granaten wirklich Schaden gemacht haben. 5 sind zerplatzt an der Panzerung, 2 sind abgeprallt. Aber die 2 Granaten alleine haben für 6.500 Damage gelangt. Das ist in Ordnung. Das ist ausbaufähig hier. Also momentan, muss ich sagen, macht der Italiener hier wirklich Freude. Auch wenn man sich doch relativ nah ranarbeiten muss an den Gegner. Und da gibt es den nächsten Zitadellentreffer. Wieder 12.000 plus Schaden auf Fuso.
Also, was den Damage Output betrifft, da lohnt sich der Italiener richtig. Fährt sich auch sehr angenehm aufgrund der Geschwindigkeit. Fühlt er sich eher an wie ein schwerer Kreuzer, finde ich. Auch wenn die Nachladezeit da natürlich nicht mithalten kann. Momentan haben sie ihn auch irgendwie hier nicht auf dem Zettel. Irgendwie wird keiner auf ihn schießen. Oft genug offen ist er ja hier. Sei es nur durch die Flieger oder den Gegner. Aber der Tarnwert sorgt natürlich auch dafür, Jetzt hat dass er eine man Linie relativ gefunden. schnell wieder aus dem Bereich der Gegner raus ist. Emerald, keine Chance. Na, wir können blind rüberlangen. Gucken nochmal mit HE, um nochmal zu gucken, wie denn HE funktioniert. Die zwei Brände vorhin auf den Franzosen waren ja schon mal nicht schlecht, aber da haben wir völlig an der Emerald vorbeigesegelt. Da stimmte das mit der Vorhalte noch nicht ganz so. Jetzt versuchen wir hier unsere eigenen Flieger mal ein bisschen zu supporten. Vielleicht kriegen wir ja doch noch wenigstens ein Flugzeug runter hier. Aber es rattert und rattert und rattert. Und da haben wir wenigstens ein Flugzeug, konnten wir uns hier dran beteiligen. Also die Flak ist wirklich nicht unbedingt der Bringer. Wer also auf Flak-Verteidigung setzt, der ist hier mit dem Italiener nicht gut bedient. Aber er hat hier einen zweiten Kill rausgeholt, auch wenn nachher zum Schluss von der New York nicht mehr viel über war, bis die Granaten dann ankamen. Aber was soll's, wir haben uns da beteiligt und konnten so den Abschuss sichern. Und die New York macht keinen Unfug mehr hier auf hoher See. Ja, damit bleibt vom Gegner auch nicht mehr viel über. Ein Flugzeugträger, drei Schlachtschiffe, ein Kreuzer, die Belfast ist im Fluchtmodus. Und da haben wir sie hinten am Zipfel erwischt, hier am Moers. Und hat trotzdem noch einen Affe Zitadelle bekommen. Damit haben wir schon Zitadellentreffer Nummer 5 hier. Also, das kann sich ja mal richtig sehen lassen. Da haben wir eine stehende Dunkirk. Die steht, hat sich zwar zwei, drei Kästchen vorgearbeitet, aber steht genauso wie vorher am Anfang hier. Das Geschenk nehmen wir doch jetzt erstmal gerne hin. Zeigt hier schön die Breitseite und dann versuchen wir jetzt mal auszunutzen. Da kommen sie auch schön an mit 7188. Das ist in Ordnung dafür, dass die Dunkirk eine Klasse über der Cesare steht. Ja, alles andere ist so ein bisschen out of range. Damit ist hier nicht viel zu machen. Dann können wir jetzt einlenken und Richtung Franzosen aufmachen. Und hier einen schönen Blick auf das Schiff schmeißen. Es ist einfach schön geworden. Da kommen schon wieder Bomber. Wir werden gleich markieren hier. Wir sind zu zweit. Dann können wir vielleicht zu zweit irgendwie die Staffel ein bisschen dezimieren. Nochmal auf die Iron Duke abgesetzt. Aber noch bevor die richtig da sind, ist das Match schon gelaufen. Ja, ein sehr schöner erster Auftritt hier für die Giulio Cesare, muss man sagen. Insgesamt gab das hier 5 Zitadellentreffer. Das ist in Ordnung. 42 Treffer, wovon 12 nicht durchgeschlagen sind, 7 komplett durchgeschlagen, 5 abgeprallt, ein Flugzeug, 2 zerstört und 2 Brände. In der Teamwertung reicht das Ganze für Platz 2 mit 1424 Erfahrungspunkten. Ist in Ordnung. Der erste, die Nashi hat hier, schaut mal, was wir da haben bekommen. Auch die Haruna hat einiges an Auszeichnungen. Ho-Ho gab es hier nochmal für die Fuso das Gleiche. Da gab es Dreadnought und First Blood und für die Karga gab es ja nicht den Schlachtglückwunsch. Mal dazu. Ausführlich gesehen haben wir auf Nürnberg hier 21.000 Damage gemacht mit 3 Granaten, die getroffen haben. New York waren nur noch 889, aber die Fuso hier 14 Treffer, 27.000 Damage. Emerald 4 Treffer, 12.000. Die Dunkirk hat 12,5 bekommen mit doch ein paar mehr Treffern und einem bisschen Brandschaden. Das ist auch in Ordnung, so die Mischung aus HE und AP. Und auch der Iron Duke hier mit 14 Treffern. Schön gemischt, 6 Sprenggranaten, 6 AP-Granaten. Schön aufgeteilt. Die Belfast nochmal hinten am Moss erwischt mit 797. Also alles in allem völlig in Ordnung. Einzelne HE-Schaden waren 9.000 mit 10 Treffern. AP-Schaden waren 85.000 mit 37 Treffern. Die 2.000 Brandschaden macht insgesamt 96.000 Damage. Selber nicht auf dem Zettel gewesen, sogar noch 32.000 Schaden durch Aufklärung. Die 77.000 potenziellen Schaden, die sind zu vernachlässigen. Creditpunkte sind zwar da, aber die vernachlässigen wir auch. Work in Progress heißt, wir wollen uns ein neues Schiff angucken.
Ob das nachher so viel reinbringt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Also momentan muss ich sagen, bin ich mit der Giulio Cesare sehr zufrieden. Die macht sehr viel Spaß. Kann man sehr gut fahren. Kann man schon mal einen italienischen Schlachtschiffkapitän schön mit hochpushen nachher, falls denn die Italiener mal mehr an Schiffen bekommen. Ein bisschen mehr Range könnte sie vertragen. Das wäre nicht verkehrt, dass man nicht ganz so dicht ran muss und sie ein bisschen konkurrenzfähiger wird zu ihren Pendants, die schon da sind. So, 1 Kilometer würde schon reichen. Aber ansonsten, wie gesagt, kann man das Schiff gut fahren. Ich denke mal, das ist nicht mehr viel zu verändern und kann so raus und wird euch bestimmt viel Freude machen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Lasst einen Daumen für den Clip nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch, wie jedes Mal, eine Handbreit Wasser unterm Kiel.